Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Garagenwechsel. Der Abarth ist in meiner Karosseriewerkstatt, so nenne ich sie jetzt einfach mal. Und zwar, wir fangen in diesem Video an, den Innenraum zu bearbeiten. Ich habe mir überlegt, das machen wir lieber nicht in der neuen Halle wegen Dreck, Staub, Flexen etc., sondern einmal kurz hier rüber. Hier habe ich noch einen Kompressor stehen, hier habe ich die Druckluftwerkzeuge. Das heißt, hier können wir jetzt back to the roots im Innenraum arbeiten. So, ich gehe mal einmal rum. Der ganze Innenraum ist einmal leer. Plan für dieses Video ist es, erstens Sitzkonsolen umschweißen. Heißt, wir werden hier zwei Rohre einsetzen, wo der Sitz drauf kommt. Wir werden diesen ganzen Tunnel tiefer setzen. Man sieht es hier schon an den Schraubenabdrücken. Der Sitz war wirklich hier schon drauf. Gerade das hier für die alte Handbremse ist definitiv zu hoch. Das heißt, mein Plan ist es, dieses ganze Teil wegschneiden und auf der Höhe ungefähr einen 3 mm Blech einzusetzen, wo direkt der Sitz drauf kommt. Dann werden wir hier die Halterung für die Pedalerie einschweißen. Und als allerletztes, mal gucken, ob wir das in diesem Video schaffen, würde ich gerne meine Hebeanlage verbauen. Ich habe die, glaube ich, irgendwann schon mal gezeigt. Ich zeige euch die nochmal. Kleiner erster Vorführeffekt hier. So, was ist das Ganze? Nennt sich eine Hebeanlage. Ich weiß nicht, ob wir das alles in diesem Video schaffen. Auf jeden Fall, das sind Druckluftstempel. Diese Druckluftstempel werden miteinander verbunden. Man hat außen am Auto einen Druckluftanschluss. Es werden vermutlich nicht 10 Bar reichen, um das Auto hochzuheben, sondern die arbeiten eher so mit 20, 30 Bar. Das heißt, man braucht immer eine Druckluftflasche, so wie man es aus dem Rennsport kennt, die man mit zum Treffen nimmt, mit zum Event nimmt. Steckt das an, Auto fährt hoch und man kann halt richtig geil am Auto schrauben, Heizdecken drauf machen, Getriebe warm laufen lassen und solche Spielereien. So, dafür müssen wir halt dementsprechend auch noch Rohre einsetzen, wo diese Stempel reinkommen. Meine Vermutung ist, es werden 3 Stempel reichen. Das heißt, ein Stempel wird irgendwo hier so sitzen. Warum hier? Weil logischerweise hinterer ein Stempel, den können wir nicht in der Mitte setzen wegen Auspuff. Das heißt dann eher zu der Seite, wo ich drin sitze, weil es wird ja auch Momente geben, wo ich im Auto sitze und man das Auto hochfährt. Und die vorderen Stempel können eigentlich nur genau hier vor den Käfig kommen. Das heißt, die werden so Teil im Radhaus sogar stehen. Müssen wir mal Freigängigkeit gucken. So, das waren jetzt alles ziemlich viele Sachen, die wir in diesem Video vorhaben. Ich vermute mal, es werden am Ende wieder 2 bis 3 Videos werden. Aber ihr habt euch diese Schraubersachen gewünscht, die kriegt ihr jetzt. Und das größte Problem, was ich sehe, wo ich bisher noch nicht so drüber nachgedacht habe, ist, wie schütze ich diesen Innenraum jetzt, dass er nicht nach dem Flexen und Schweißen komplett Schrott ist. Das heißt, ich muss jetzt eigentlich wirklich aufwendig erstmal das ganze Auto abkleben. Makrolonscheiben von innen und außen. Ehrlich gesagt, Frontscheibe eigentlich raus, weil ich habe eigentlich nur vor, den Innenraum von hier bis hier neu lackieren zu lassen. So, das heißt eigentlich, wenn ich so drüber nachdenke, kann ich von hier hoch mir irgendeine Schutzwand bauen, vielleicht irgendwie aus Pappe oder aus Karton, dass ich da machen kann, was ich will. Plus natürlich hier den ganzen Schweller, die Dichtung etc. Und dann geht's los, massiv Schweißarbeiten, aber das wird geil. Das wird next level, wenn ich dann ungefähr so hier im Auto sitze. Da stell dir mal vor, man würde so hier drin sitzen. Ne? Dann ist wirklich der Moment auch erreicht, wo man nichts mehr sieht. Aber so geht schon. Geil. Ja, erstmal überlege ich mir was, wie wir das Ganze hier schützen, dann geht's weiter. Gesagt, getan, es ist einiges passiert in der Zeit. Auto ist vollständig abgeklebt, dass hier auch nichts passieren kann. Und wir haben uns dazu entschieden, einen Livestream zu machen. Wir machen auf jeden Fall hier mal eine Infokarte rein. Das hat leider nicht ganz so gut funktioniert, weil irgendwie funktioniert das Stream über mein Telefon nicht. Also es lag nicht am Internet, sondern es war wirklich so, als wenn die Pufferung der einzelnen Bilder nicht funktioniert hat. Und es war wirklich so richtig, richtig abgehackt, aber dauerhaft auch, selbst nachdem der Stream hier online war. Deswegen sorry dafür, aber es ist einiges schon passiert. Deswegen machen wir jetzt hier ein Video weiter. Wir haben diese Teile rausgebohrt. Wir haben hier den Mitteltunnel rausgeschnitten und ein Blech eingesetzt. Das sind jetzt hier so ungefähr 3-4 cm, die wir mehr Platz haben. Das heißt hier, das sind 3 mm. Das ist eine 3 mm S355 Platte. Das ist immerhin schon mal ein leicht vergüteter Stahl. Und hier kann jetzt nämlich wirklich direkt der L-Adapter vom Sitz drauf. So.
Ich habe das Ganze in dem Livestream auch schon gewogen, weil selbst das hier ist richtig schwer, weil das ist auch dicker Stahl. Wir sind gewichtstechnisch genau gleich. Also diese neue 3 mm Platte wiegt das gleiche wie das Zeug. Und die ist halt wirklich richtig massiv und schwer. Das heißt, der Schritt ist gemacht. Was kommt jetzt als nächstes? Kommt jetzt die Positionierung des Sitzes. Weil ich hatte ja gesagt, wir wollen am Ende den Sitz auf der Mitte. Also die eine Seite des L-Adapters steht hier drauf. Die andere Seite kommt hier so zwischen. So, also hier kommen jetzt zwei Rohre rein. Diese beiden Rohre übernehmen auch die Stabilität, welche vorher diese Adapter zwischen Bodenblech und Längsträger hatten. Da kommen jetzt zwei Rohre rein. Für die beiden Rohre schweißen wir hier natürlich schöne Platten ein. Und dann ist auf der einen Seite der Sitz hier drauf und auf der anderen Seite ist der quasi hier auf dem Rohr, weil wir einfach so weit mittig sitzen. Das Ganze müssen wir jetzt natürlich so ein bisschen die goldene Mitte finden, weil das schweißt man jetzt ja nur hoffentlich nur noch einmal ins Auto. Das heißt, dort müssen wir so ein bisschen gucken, dass wir nicht zu weit da und nicht zu weit hier sitzen, weil diese L-Adapter haben natürlich schon immer ein bisschen Langloch haben sie schon. Hier. Das heißt, man kann den Sitz ja schon locker 2 cm nach links, 2 cm nach rechts verschieben. Weiter nach rechts werden wir ihn auf gar keinen Fall noch verschieben, weil wir haben eine wunderschöne Konsole gebaut für die Pedalerie. Vielen Dank, Tom. Wo wir die Pedalerie jetzt sogar verschiedenen Stellungen verschrauben können. Das heißt, wir haben jetzt hier, können mit der Pedalerie 2 Stufen nach hinten, falls zum Beispiel mal einer dann doch ultra kurze Beine hat, und können mit der Pedalerie noch ein weiter nach hier, falls wir mit dem Sitz wieder rüber wandern. Noch weiter rüber können wir mit der Pedalerie eh nicht, weil ihr seht selbst hier schon die Gaspedalanlenkung bei der Pedalerie. Selbst da muss ich schon, wenn ich die Pedalerie ganz rüber haben will, muss ich hier schon im Mitteltunnel auch noch eine kleine Ausbeulung machen. So, sonst so finde ich das aber schon, wie die Pedalerie hier steht, schön geil. Das heißt, die wird jetzt, ich mache nachher da noch hier die Aussparung, dann schiebe ich sie ganz rüber und dann wird die richtig schön einfach nur mit Steppnähten hier angeschweißt. Dann am Ende vorm Lackieren wird das Ganze natürlich einmal abgedichtet und dann finde ich das schon ziemlich sexy so. Ja, und dann sitzt man halt wirklich maximal weit tief und maximal weit hinten. Ja, so. Kurzer Zwischenstand, jetzt geht's weiter mit den nächsten Schweißarbeiten. Also, ich habe nochmal eine ganze Nacht drüber gegrübelt. Das ist jetzt so ein Punkt, der ist nicht ganz so einfach, weil bedingt dadurch, dass wir jetzt ja die Konsolen fest ins Auto einschweißen, will man das ja schon maximal perfekt machen. Maximal perfekt machen heißt einfach, dass natürlich kann ich den Sitz auf der Konsole am Ende ein bisschen bewegen, kann zur Not Adapter zwischenschrauben und so weiter, aber man will jetzt ja schon den Sitz so positionieren, wie es am meisten Sinn macht. Dann kam mir der Gedankengang, ja, eigentlich willst du ja noch einen Beifahrersitz reinstellen. Das heißt, eigentlich muss der Beifahrersitz jetzt auch nochmal rein. Und was ist, wenn mal jemand anders als ich das Auto fährt? Daraufhin habe ich jetzt diverse Autos gemessen. Gemessen heißt, man kann immer ganz gut messen. Pedalauflage bis hinten in den Sitz rein. So, und da haben wir bei diesem Fahrzeug in der aktuellen Position ungefähr 102 cm. Das ist auch ungefähr das gleiche Maß, wie wir, ich weiß nicht, ob wir es im Video drin haben, aber wie ich am Anfang ausgemessen habe. Ich habe dann mal Dirk gefragt, der hat mal beim originalen TCR Golf. Nimmst du einen originalen TCR Golf und machst Sitz und Pedalerie maximal weit auseinander, hat man 108 cm, 6 cm mehr. Dann sitzt du aber wirklich als große Person schon mit einem geraden Bein drin. Das heißt, das ist so der Spielraum, den wir brauchen. Somit kam mir jetzt die Überlegung, ich nehme diese Konsolen von Daniel, Animal Racing. Da ist der Sitz jetzt in der vordersten und tiefsten Position. Das heißt, wenn ich will, kann ich den Sitz theoretisch auch, weil jemand, der, ich weiß nicht ganz richtig, jemand, der weiter hinten sitzt, der würde theoretisch auch höher sitzen, logischerweise. Aber ich kann auf jeden Fall hier ohne Probleme den Sitz schon mal 4 cm, also wir reden von 6, 102 zu 108, weil mehr als 108 braucht man definitiv nicht. Hier kann ich schon mal den Sitz 4 cm definitiv nach hinten machen. Und dann kommt noch dazu, wir machen diese Adapter von unten, die haben auf jeden Fall immer zwei Positionen. So. Das heißt, man wird auf dem Boden den Sitz nochmal einen nach hinten oder einen nach vorne schrauben können. Das sind auch nochmal 3. Das heißt, so kriegen wir es hin, dass man zur Not den Sitz nochmal ein Raster nach hinten und nach ganz hinten, wenn man die 108 haben will. Weil, ich habe ja gesagt, der richtige Weg ist mit dem ganzen Gewicht nach hinten. Ich könnte jetzt auch auf der Seite hier das Bodenblech einschneiden und die Pedalerie dementsprechend noch weiter nach vorne schieben. Dann habe ich aber zwei Probleme. Erstes Problem ist, es wird umso enger mit der Lenksäule am Ende, weil natürlich die Pedale immer mehr Richtung Lenksäule kommen, also Kreuzgelenk, was hier so durchgeht.
Und die Füße kommen immer näher auch an das Gelenk. Also das ist definitiv der falsche Weg. Plus gewichtstechnisch ist es halt einfach die falsche Richtung. Das wiederum hat zur Folge, wir müssen auf jeden Fall den Käfig umbauen. Da habe ich schon mit Vichas gesprochen, da gibt es verschiedene Varianten. Eine Variante ist einfach in den bestehenden Käfig nur das ganze Kreuz rauszunehmen. Das ganze Kreuz rauszunehmen und das Kreuz quasi nach hinten zu bauen, so abgerundet. Zweite Variante ist, wir bauen einfach nochmal eine neue Vollzelle für das Auto, die auch gleich eingeschweißt wird auf die Punkte, weil ihr seht ja, wie viel Kopffreiheit hier mittlerweile ist. Wir haben letztes Mal die Zelle hier oben reingebaut. Das heißt jetzt, ich finde es allein optisch geil, bin ich ganz ehrlich, würde ich die Zelle eher auf die Höhe bauen, 10 cm tiefer, auch wenn es verschenkter Raum ist. Aber das ist Schwerpunkt. Wenn hier oben der ganze Käfig, die ganze Zelle, 10 cm tiefer kommt und das Hauptgewicht der Zelle ist nun mal leider oben durch das Kreuz und so weiter, plus wir die ganze Zelle nach hinten rücken, 10 cm, vielleicht sogar 15 cm, dass der Hauptbügel dann eher hier so steht, dann haben wir wirklich das ganze Gewicht von dem Käfig, diese 50, 60 Kilo, auch wieder nach hinten geholt und tiefer. Und das ist genau das, was wir erreichen wollen. Das ist, glaube ich, der richtige Weg, auch wenn es jetzt nochmal einmal wieder heißt, Käfig-Zelle umbauen. Aber dann hat man es wirklich so, wie man es haben will. So, wenn jetzt der Fahrer kommt, der kleiner ist, keine Ahnung, ich lasse vielleicht bei meiner Frau fahren oder wie auch immer, dann kann ich die ganze Pedalerie wirklich ohne Probleme, was haben wir hier gemacht, 8 cm bis hier ranziehen. Wird allerdings witzig aussehen, weil guck mal, wo die Pedale stehen. Hat er gefühlt, stehen die Pedale dann im Einstieg. Ne? Ich glaube, das ist der richtige Weg, weil so bin ich maximal flexibel. Ich kann den Sitz nach hinten holen, auf maximal lang. Ich könnte es jetzt komplett übertreiben, je nach Zelle. Ich kann natürlich auch theoretisch ein L-Profil nehmen, einen L-Winkel, wo von Anschraubpunkt der Sitz eher nicht nach vorne geht, sondern vom Anschraubpunkt der Sitz zum Beispiel gerade nach oben geht. Das sind die normalen Recaro-Dinger. Oder sogar schräg nach hinten geht. Plus Pedalerie nach hier ziehen. Und auf einmal sitze ich wirklich gefühlt hier hinten an der Kante dran. Ne? Weil hier, muss man ja auch realistisch sagen, ist ja noch Platz. Im nächsten Video kommt hier noch der Stempel hinter. Der kommt dann da so hin. So, ne? Und also der kommt ja dann auch ein bisschen tiefer. Aber wenn man jetzt hinten am Sitz guckt, sind da ja schon nochmal 10 cm. Ne? Also theoretisch kann der Sitz locker 10 weiter nach hinten. Was? Ja, wobei die Lehne ja auch echt schon weit nach hinten. Klar, ist dann egal, wenn man den Käfig nimmt. Ja, genau, also geht nur mit Käfig. Also das ist jetzt die Position, wo er auch jetzt gerade schon hinten am Käfig anliegt. So, ne? Also mit Glück würde das gerade noch so gehen. Mit Pech müsste man ihn schon eine Stufe nach vorne klappen. Weil wenn man ihn jetzt hier einfach hochklappt auf die Position, dann ist das schon so viel, was da rauskommt. Ne? Plus eine Sache, die halt leider auch gefährlich ist und mittlerweile als Familienvater bin ich halt so ein bisschen in der Richtung, dass es halt nicht mehr gefährlich sein sollte, ist, wir haben den Käfig damals für den Sitz hier gebaut. Das heißt, die Flanke hier kommt viel zu hoch. Das heißt, man kommt gerne mal mit dem Ellbogen dagegen. Und jeder, der mit dem Ellbogen schon mal gegen Metallrohr geschlagen hat, weiß halt einfach, ne? Es war halt einfach gedacht, dass der Sitz weiter vorne und höher ist. Je tiefer und weiter hinten man kommt, je näher kommt man logischerweise an die Flanke. So, ne? Das heißt, auch die würde man wieder passend dazu machen. Ja, dann aber wirklich, wenn wir den Käfig tiefer und weiter nach hinten setzen würden, also dann auch eine Einschweißzelle, die auch direkt vorne bis aufs Dom geht. Bis aufs Dom ist bei dem Auto zum Glück recht einfach, weil das ist das Dom. Also beim Abarth ist wirklich, das Auto ist so kurz, dass direkt hier hinter das Federbein ist. Das heißt, das hier ist schon der Dom. Da braucht man gar nichts aufschneiden und durchgehen. Nee, da geht man wirklich einfach nur mit einer Platte hier drauf. Von hier so, zack, so und so. Und fertig. Würde in dem Fall, weil es eine Schweißzelle ist, logischerweise hier anschweißen. Würde da oben die B-Säule nochmal anschweißen. Und solche Spielchen. So, okay. Jetzt rede ich schon wieder so viel. Aber ihr merkt, ich bin begeistert, weil ich sage, wir holen hier, wie ich schon angekündigt habe, aus dem Auto wirklich richtig, richtig was raus. An Performance, weil das sind die Tricks. Und je weiter man hinten sitzt, je mehr spürt man das Auto auch. Ist einfach so. Jeder, der schon mal ein Auto gefahren ist, wo du gefühlt mit dem Arsch auf der Hinterachse sitzt, ist einfach so, dass du viel, viel früher diesen übersteuernden Zustand einfach merkst. Letzter Punkt. Man unterschätzt auch, wie wenig Platz von der Breite her im Abarth ist. Ich habe mal die alte Sitzkonsole reingeschraubt. Stelle da mal, wie es war, den alten Sitz drauf. Dabei sieht man schon mal relativ schnell, wie tief man jetzt schon sitzt, ne? Weil selbst der Sitz war gefühlt. So, ne? Selbst der Sitz war ja schon tief. Und der stand damals. Ja, so. Und hier sieht man jetzt, irgendwo hier muss ja auch der Käfig wieder vorbei. Hier ist gerade die Türdichtung. Also das wird selbst so schon eng. Also ich behaupte, wir können gerade mit dem Sitz nicht weiter nach hier. Also
Weißt du, das wird echt eine Aufgabe, das Ganze hier drin zu positionieren. Ich befürchte auch leider, dass man... Aber so ist... Stört mich das, wenn ich da sitze mit der Schulter? Gute Frage, ne? Muss ich mich gleich mal reinsetzen, ne? Weil es passt ja jetzt gerade auch nur, weil der Sitz dahinter ist. Guck mal, wenn die beiden nebeneinander stehen würden oder der Sitz hier auch tiefer kommt, dann ist es so und dann steht er hier schon wieder aus der Tür raus. So, also das... Also es sieht so schon ziemlich knapp aus, muss ich sagen. Ja, ja. Also du sitzt auch gefühlt aufeinander. Das war aber schon immer so, ne? Also ich würde jetzt gerne den Sitz maximal weit nach hier machen. Selbst wenn ich den zweiten Sitz einbaue und ich die vier Schrauben lösen muss und den Sitz rüberschiebe, ist das ja kein Weltuntergang. Kann man ja machen. So, ne? Aber am allerliebsten hätte ich natürlich zwei Ohrensitze drin. Das seht ihr so schon, könnt ihr gar nicht vergessen. Das funktioniert niemals. Das wird schon mal nicht gehen. Also wir können definitiv nur eine normale Pole Position und einen Pro Racer reinmachen. Ich würde mal vorschlagen, ich setze mich mal einmal nur rein, Interesse halber, ob ich da mit der Schulter rankomme. Wir tauschen einmal Seiten. Das wäre übrigens schon, Chef, Alter, wenn hier jetzt der Käfig, also der Käfig würde dann ja komplett durchs Fenster, würde man den einfach sehen, ne? Mhm. Läuft dann eher hier so lang, sondern noch so ein Netz rein. Wobei ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt ein Netz brauche, wenn ich eh aus dem Fenster nicht mehr rausgucken kann. Aber ja doch, also das können wir uns schon mal merken. Das hier stört auf jeden Fall gar nicht. Also der Sitz kann hier ruhig davor stehen, das ist egal. Da sitzt jetzt wer drin, der hat aber auch seine Schulter eher hier. So, okay. Aber ich merke so schon, es sind Welten. Es werden wirklich Welten sein. Vom Fahren her. Alleine so dieses, dass man, das geht einfach in meinen Augen nur bei einer stehenden Pedalerie geil, dass man die Hacke wirklich auflegt und nur so das Pedal switcht. Mhm. Weil egal bei welchen hängenden Pedalen, ist irgendwie ja schon gefühlt der Fuß immer so halb in der Luft und so weiter. Okay, ja, also das, ich merke, ich notiere, das, wie der Sitz jetzt gerade steht, ist definitiv das Maximum, was ich mit dem Sitz in die Fahrzeugmitte gehen kann, wenn ich noch einen Beifahrersitz drin haben will. Das heißt, das markieren wir uns jetzt und setzen die Konsolen für diesen Sitz so rein, dass wir noch meinetwegen einen Zenti Luft nach da haben zum Verschieben und 2 Zenti nach da haben. Dafür haben wir das gerade gemacht und dann geht's weiter. So, liebe Leute, wärmste Tag im Jahr, wirklich. 37 Grad hat mein Auto gerade angezeigt. Es ist wirklich in der Garage hier zu warm zum Arbeiten. Ich habe schon lange nicht mehr so geschwitzt, aber ich wollte euch, bevor wir das hier abbrechen, weil es ist einfach die falsche Uhrzeit, zum Schrauben bzw. zum Schweißen dann auch noch und zum Flexen, ich wollte es euch nur einmal zeigen. So sieht das Ganze jetzt aus. Ist natürlich auch da immer ein bisschen Stückelarbeit, die Platten aufs Auto anzupassen. Und jetzt kommt es nämlich, diese ganze Konsole hat laut DMSB bzw. 4 auch eine Vorgabe. Die Grundplatten müssen 3 mm sein, welche man einfach an die Karosse schweißt, um halt eine vorgegebene Fläche an Auflagefläche von dem Rohr zu haben. Sonst würde es Leute geben, die schweißen sich das Ding an 0,8er Schweller und dann bringt das Rohr natürlich gar nichts. Deswegen muss diese Platte 40 Quadratzentimeter haben, also 4 mal 10 cm als Beispiel. Das Rohr muss mindestens, glaube ich, 35 mm mit 2 mm Wandstärke haben. In meinem Fall ist es sogar 40er. Und die Platten müssen mindestens 3 mm sein. Und dann darf man tatsächlich laut DMSB so seinen Sitz befestigen. Ja. So, das heißt, folgendes ist jetzt der Fall. Hier steht der Sitz mit der einen Seite und da steht er mit der anderen Seite. Dann haben wir 2 Positionen, wie ich gesagt hatte. Wir können ihn quasi vorne verschrauben und hinten verschrauben. Jetzt stellen wir den Sitz da rein. Und dann ist Feierabend für heute. Zack. Ja, solide. Sieht doch gut aus. Das ist jetzt die vordere Stellung, ist dann ungefähr diese. Nicht wundern, dass das jetzt gerade ein bisschen kippelt. Das liegt daran, man muss natürlich die Konsolen am Sitz losmachen, festschrauben, dann am Sitz festschrauben. Aber so ungefähr ist die vordere Stellung. Komm mal einmal rum, guck mal von hier. Mhm. Hat irgendwie das gleiche nochmal Rennsport, ne? Ja, auf jeden Fall. Wenn ich jetzt überlege, dass das hier wieder schön alles weiß auslackiert ist und da nur so dieser Sitz draufsteht, theoretisch können wir jetzt hier sogar Laufschienen zwischenmachen, dass man den Sitz verstellen kann, wenn man das will. Geht jetzt tatsächlich mit der Konsole auch. Aber das ist jetzt die Version. Pedalerie ganz vorne, Sitz ganz vorne. Jetzt können wir, wenn wir wollen, Sitz maximal nach hinten schieben, Pedalerie so lassen oder Sitz nach hinten, Pedalerie zum Körper oder Sitz vorne lassen, Pedalerie hierher. Dann ist es wirklich, dann kann Fritz da sein erstes Rennen mitfahren quasi. Selbst das würde theoretisch gehen. Tiefe ist geil so, weil wir sitzen jetzt ja schon deutlich tiefer. Also wir sitzen mehr oder weniger mit dem Arsch, also mit der Rundung vom Sitz auf dieser Stange. Ja, wo will man noch hin, ne? Ich denke, das ist auf jeden Fall eine,
angenehme Höhe. Ja, so, ich bin fertig, reicht für heute. Danke fürs Zuschauen. Wie geht es weiter? Ohne den Mund jetzt voll zu nehmen, Donnerstag Busvideo, der eine oder andere hat es mitbekommen, der Motor ölt. Sonntag endlich ein Limo-Video. Ich kann so viel schon mal verraten. Wir haben auf den Knopf gedrückt und es tut sich was. Und dann nächste Woche geht es im Abarth weiter. Ich werde jetzt mir nächstes diese Hülsen vornehmen. Das heißt, im nächsten Video, also A, ist das dann hier alles fertig geschweißt. Alter, mir truppt der Schweiß von der Nase. Es ist alles fertig geschweißt und dann starten wir im nächsten Video quasi damit, wie wir diese drei Stempel an dem Fahrzeug positionieren. Da freue ich mich schon drauf. So, also einer dahinter, zwei links, rechts. Warte mal, du kannst da mal stehen bleiben einmal. Mhm. Einer, also zwei kommen definitiv hier vor. Das wird ganz geil, weil die gehen später durchs Radhaus. Also man guckt quasi vom Rad auf den Stempel. Ist aber auch einfache Sache bei dem Auto. Und dann ja, im nächsten Video schauen wir mal, wie viel Bar man braucht mit drei Stempeln, um das Auto hochzählen, möchte ich sagen. So ist der Plan. Ich bin happy. Sieht übrigens geil aus, auch hier mit dem Blech drauf, irgendwie nochmal geiler. Ja, tschüss. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.